Namaste und Samastha. Das Leben ist wirklich wunderbar. Heute am letzten Tag ist der 30. Es ist der 30. Juni, das Finale des Juni. Der Juni war heftig, der Juni war stark, der hat richtig zugelangt und das war auch gut so. Hat uns viel gezeigt und wir können uns dankbar ihm zuwenden und ihm nachwinken und sagen Danke, dass du uns so viel gezeigt und gereinigt hast. Ob das jetzt Bilderberger waren, ob das der viele Regen war, ob das der Tod jetzt von Götz George oder Bud Spencer und vielen anderen, Muhammad Ali und Ähnlichen war. Also das ist einfach ganz, das sind nur Zeichen. Wir haben einfach nur irgendwann mal verlernt, diese Zeichen wahrzunehmen und zu sehen. Und ich habe mir jetzt vorhin auch gerade was angeschaut vom Rasnadin, vom Gor. Ja? Das ist ein sehr weiser Russe, der sich für mich sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr aufrichtig anspürt. Und danach kommt mit der vierfachen oder fünffachen Klickzahl in YouTube ein Pärchen irgendwo aus Thailand, die ihn und ein paar andere einfach wieder zerreißen und somit eigentlich Zweifel sehen. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich ganz gern weitergeben an alle, die diese Videos anschauen, die ich mache, oder zufällig dieses Video vom Resonanzverhalten hier aufrufen. Es ist relativ einfach. Wenn man hergeht und frei, also emotional frei ins Herz reinatmet und dann einfach die Frage stellt, ist der Manfred Johann Lorenz 57 Jahre alt? Und dann zirkt man an und dann geht's auf. Wenn ich sage, ist der Lorenz Manfred 54 Jahre alt, geht's auf. Ist der Lorenz Manfred 53 Jahre alt? Halt das. Ich habe seine Kraft. Da können Sie nur zwei drei. Ja, weil ich werde im August 54. Und so kannst du auch sagen, ist der Lorenz Manfred ein Scharlatan? Oder ist der Lorenz Manfred ein Schwätzer? Oder ist der Lorenz Manfred echt? Und das kannst du mit dem Rasnadin machen und das kannst du mit allen anderen Dingen auch machen. Das heißt, wenn also eine Information da ist, wenn du wissen willst, nehmen wir es jetzt mal Anschlag in der Türkei am Atatürk-Flughafen, ist der echt und du zirkst an und es geht auf, dann weißt, er ist inszeniert. Ist dieses Attentat inszeniert worden? Ja, also es ist, wenn du nicht denkst, kriegst du sofort die Antwort, wenn du das wissen willst. Ich meine, mir ist ja das wurscht, was in der Türkei passiert, weil mir das nichts angeht, solange ich nicht dort bin. Und ich bin der Schöpfer meiner Realität. Und wenn ich mir andere fremdgeschöpfte Grauslichkeiten in meine Realität hole, vermischt sich meine Realität mit diesen von mir bewusst herbeigezogenen Grauslichkeiten. Und es ist sehr interessant. Ich habe jetzt gerade ein paar Wochen mit einer, ja, lieben Klientin gearbeitet, die jetzt, und da braucht man sich nur die Postings anschauen, die letzten drei Postings, noch weiß man genau, was los ist. Sie hat wieder den Engel des Todes angezogen, sie hat wieder schwarze Engel und Grauslichkeiten und ganz düstere Beuteln auf ihrem Post oder auf ihrem Tweet. Und das ist der Spiegel der Seele. Und mit solchen Menschen werde ich nicht mehr zusammenarbeiten in Zukunft, beziehungsweise wenn sie mich darum bitten, verlange ich doch bitte. Weil das einfach enorm herausfordernd ist und ich auch keine Lust mehr habe aus Selbstliebe, aus Liebe zu mir selbst, mich mit Dämonen und Dunkel- und Finstergeschichten so zu beschäftigen, um die Leute da rauszuholen, das Risiko einzugehen, dass einmal selber was zirkt und eine Anhaftung oder irgendwas bei mir tragt, zwei, drei Tage, die dann wieder mühsam los wird. Das mache ich nur noch in Sonderfällen und das wird ja nur noch so abfragen. Das heißt, wenn jemand sagt, kannst du mir helfen? Und ich sage, willst du das wirklich? Und der sagt, ja, selbstverständlich. Und ich mache einen Test und ich kriege ein Nein. Der würde sagen, ruf mich später nochmal an oder melde dich in 4 Wochen. Ich habe einfach ein Nein da. Ich kann dir nicht helfen momentan, weil ich das auch nicht will, wenn ich ein Nein bekomme. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das wird jetzt auch der Juli. Der Juli wird dieses Verbindungsmonat. Der Sechser ist die Monade, ja, das ist praktisch ein Hexagon, wo diese 2x3, die drei männlichen und die drei weiblichen Aspekte, die in uns im Zentrum vereinsam, sich jetzt gezeigt haben, uns nochmal alles weggewaschen haben und jetzt kriegen wir praktisch die senkrechte Achse zwischen Himmel und Erde, die praktisch unser Kronenchakra mit dem Wurzelchakra in uns drin, die Isarune, die Klarheit, der Eiszapfen, das Zentrum,
Das wird uns jetzt im Juli zuteil werden. Und da werden wir nun mal merken, wo wir Verästelungen haben oder wo noch was dranhängt, weil es werden also von unserem Kleiderständer jetzt wirklich alle Haken abgeputzt, dass da nichts mehr hängen bleibt. Und das wird der Juli machen. Und da freue ich mich schon sehr. Und wenn du da dabei bist, ist das natürlich super. Darüber hinaus gibt es heute Abend eine Okitalk-Sendung ganz spontan von 20 bis 22 Uhr auf www.okitalk.com. Und ich werde da mit einigen lieben Gästen über die Zeichen der Zeit philosophieren, sinnieren, schauen, welche Worte aus uns, durch uns in die Welt kommen. Und wenn du da mit dabei bist, dann freut mich das natürlich. In diesem Sinne, ab durch die Rinne. Ich hoffe, noch ein bisschen was zu tun. Und jetzt geht's dann in 1 Stunde 2 geht's raus ins Freie, um den Videodreh für das Video zu machen. Komm, befreie dich vom Leid. Und das wird dann auch der optimale Song für den Juli werden. Für dich, Baba, und eine schöne Zeit.